Was geht ab, meine lieben Freunde? Einen wunderschönen guten Tag. Ich dachte mir, dass ich euch in einem Prozess mitnehmen werde, der über einige Wochen geht, der sehr interessant sein wird. Und darum wird es heute im Video gehen. Ich zeige euch mal meine Haare. Ignoriert mein neues Familienmitglied Pickli bitte. Er war 3-4 Tage sehr groß und dick da. Ich habe nicht dran rumgefummelt, dann habe ich den Fehler gemacht, daran rumzufummeln. Jetzt habe ich da eine Wunde, auf die ich immer Wund- und Heilsalbe machen soll. Ich bin 28 Jahre alt und ich bin zu dumm, um zu verstehen, dass man Pickel nicht ausdrückt. Deswegen sind wir heute zu zweit im Video. Es soll aber nicht um Pickli gehen, sondern es geht um meine Haare. Und ich werde das Rot aus meinen Haaren ziehen mit verschiedenen Produkten. Und darum geht es in diesem Video. Ich bin Özlem, falls ihr mich noch nicht kennt. Und ich habe jetzt seit 5 Jahren rote Haare. Ich hatte erst 2-3 Jahre lang knallrote Haare. Da habe ich verschiedene Produkte benutzt, wie Magi Kontrastrot, Illumin PK, Illumin RR. Illumin PK ist pink. Ich habe immer so eine Mischung gehabt aus roten und pinken Haaren. Dann seit, ich glaube, 2 Jahren, 1,5 Jahren habe ich das bei meinem Friseur, mit dem ich auch zusammenarbeite, so, dass wir hier meinen dunklen Ansatz haben, meine Naturhaarfarbe und hier unten das Rot, das wirkt dann auch so ein bisschen eleganter, finde ich, und erwachsener als so knallrot pumuckelmäßig. Aber früher dachte ich, das ist cool. Und wir haben das erst hier eine Zeit lang schwarz eingefärbt. Mittlerweile lasse ich das rauswachsen. Das ist mein Naturansatz. Ich weiß gar nicht, ob komplett, kann ich euch gar nicht sagen. Und ich habe in 4 Wochen einen Termin bei meinem Friseur. Da werde ich einen separaten Vlog drehen und möchte meine Haare färben. Ich verrate euch noch nicht, in welche Farbe, weil ich will auch mal influencermäßig cool so ein richtig großes Tamtam machen. So, oh, ich war beim Friseur, ich habe eine neue Frisur. Sie sieht zwar fast genau aus wie vorher und ist eine Nuance heller, aber ich mache einen richtigen krassen Film auf Instagram und YouTube. Ich will auch mal so cool pushen, weil ich habe halt seit 5 Jahren dieselbe Frisur oder dieselbe Haarfarbe. Aber wir wollen es so hell wie möglich haben. Das heißt, ich muss das gesamte Rot, so gut es geht, rausziehen. Ich bin selber sehr aufgeregt, weil ich kann meine roten und pinken Haare einfach nicht mehr sehen, Digis. Ich bin beim Friseur, sie machen es frisch und schick und es sieht gut aus, aber ich habe mich so satt gesehen daran. Ich weiß aber, in dem Moment, wo ich eine andere Haarfarbe habe, werde ich meine roten oder pinken Haare vermissen, aber es ist Zeit für eine Veränderung. Diese Veränderung werde ich gemeinsam mit euch machen. Das seht ihr nochmal in dem Vlog, wenn ich zum Friseur fahre. In diesem Vlog, das ist vielleicht auch für andere Leute mit roten Illumin-Haaren interessant, nehme ich euch mit, wie ich alles rausziehe und entferne. Illumin ist eine Farbe, ich weiß nicht, ob ich es richtig erklären kann, Digis, ich gebe mein Bestes, die nicht krass schädigend für die Haare ist, ich glaube sogar gar nicht schädigend, weil sie legt sich nicht auf die Haare, so wie andere Farben, sondern sie wirkt irgendwie in. Ihr könnt das gerne nochmal ergoogeln. Das ist, glaube ich, einfacher für euch. Ich ergoogle das für euch. Illumin öffnet nicht die Schuppenschicht der Haare wie andere Färbeprodukte. Im Gegenteil, die physikalische Haarfarbe ist im sauren pH-Wert, okay, so wird die Schutzschicht unserer Haare während des Farbvorgangs sogar verschlossen. Wie das möglich ist, dank winzig kleiner direktziehender Farbstoffe, die magnetisch ins Haar gezogen werden. Das Ding ist bei Illumin, deswegen habe ich diese Haarfarbe gewählt, dass sie sehr lange hält, sie ist, umso öfter du deine Haare mit Illumin färbst, umso länger hält die Farbe, dafür ist es auch umso schwieriger, sie rauszubekommen. Ich mag das einfach nicht, wenn du rote Farbe und Tönung drauf hast, es regnet plötzlich, hast du Flecken auf der Kleidung und Tamtam und ich möchte eine Farbe, auf die Verlass ist und da war Illumin für mich die beste Wahl, gerade weil ich jahrelang dieselbe Haarfarbe hatte. Ich werde sie mehrmals in diesen 4 Wochen rausziehen, dafür habe ich verschiedene Produkte. Einmal Illumin Return, Farbreduzierer für gefärbtes Haar. Das Ding ist, soweit ich das verstanden habe, nimmt man eigentlich das Return direkt, nachdem man die Haare gefärbt hat, wenn es einem zu doll ist oder so. Illumin hat ja ganz viele verschiedene Farben. Man kann es aber auch später im Nachhinein nehmen. Da dauert es natürlich länger, wie das wirkt, als wenn du es direkt nach der Färbung nimmst. Hier steht, ohne Oxidations- und Reduktionsmittel, ca. 40 ml aufs Haar auftragen, gleichmäßig verteilen. Die Länge der Einwirkzeit bestimmt den Grad der Entfernung. Zum Abschwächen ca. 3-5 Minuten einwirken lassen. Zur größtmöglichen Entfernung ca. 30 Minuten mit Wärme einwirken lassen. Danach ausspülen und gründlich mit Illumin-Shampoo auswaschen. Illumin-Shampoo habe ich nicht. Ich war bei Rossmann, ich habe leider kein DM in der Nähe. Ich habe ein Tiefenreinigungs-Shampoo, entfernt Rückstände und Ablagerungen und ein Anti-Schuppen-Shampoo. Ich habe mich so ein bisschen belesen, das soll auch gut sein, um Farbe rauszuziehen und sowas. Es zieht aber auch sehr viel Silikone und Stylingreste und sowas raus. Das heißt, dass ich in den nächsten Wochen während diesem Video wahrscheinlich ziemlich scheiße aussehen werde, weil ich habe viele Silikone in meinen Haaren so und ich habe hier schon ein bisschen Spliss und so ein Tamtam. Und wenn das alles rausgeht, ja, sind meine Haare wahrscheinlich relativ kaputt. Plus von der Farbe sehr abgeschwächt, das ist natürlich doof. Ich finde das immer unschön, wenn ich jemanden sehe mit roten Haaren, ungepflegt und abgeblichen und sowas. Deswegen
deswegen bin ich auch alle 4, 6 Wochen beim Friseur. Das war ich auch vor dem YouTube-Ding. Also nicht, dass ihr sagt, ja, ja, als YouTuber kann man sich das auch erlauben. Das war ich immer schon, seitdem ich rote Haare habe. Und ja, hier seht ihr einmal, wie es vorher aussieht. Ich weiß, das war jetzt viel Gelaber, aber das ist vielleicht interessant. Ich habe nicht viele Videos gesehen von Leuten, die über lange Zeit jemanden mitnehmen, während sie ihre Illumenfarbe rausziehen. Das ist das Vorher-Ding von meinen Haaren. Und ich werde gleich duschen. Und keine Ahnung, ob das der richtige Weg ist. Ich mache es auch zum ersten Mal. Aber wenn ich nachher meine Haare getrocknet und geföhnt habe, seht ihr sie nach dem ersten Rausziehen der roten Farbe. Drückt mir die Daumen, dass sie in 4 Wochen sehr hell sind, damit wir anderweitig weiterarbeiten können. Ja, ich bin gespannt, wie es läuft und nehme euch in diesem Video mit. Ich weiß, es sieht ganz schlimm aus mit dieser Wunde. Also bitte lernt daraus, drückt nicht auf Pickeln rum. Ich sehe ganz schlimm aus. Ich wollte euch das einmal zeigen. Also ich habe jetzt Head & Shoulders Anti-Schuppen-Shampoo genutzt. Das raut wohl die Oberfläche aus und deswegen ist es nicht gut bei roten Haaren, aber das wollen wir ja. Dann habe ich das Tiefenreinigungs-Shampoo benutzt und dann habe ich Illume Return raufgemacht. So, ich habe jetzt eine Mütze drauf, damit das warm ist da drunter und lasse es jetzt einige Stunden einwirken. Und ich habe schon beim Einkämmen von Return gemerkt, dass meine Haare richtig schwer durchzukämmen sind, weil klar, wenn du Silikone und alles rausziehst und so, sind die halt erstmal im Arsch, ne? Weil die Silikone legen sich ja drüber und es wirkt so, als wären sie heilemäßig, ne? Ich erkläre euch das alles so, wie ich es verstehe und so, wie ich es kenne. Ob es richtig ist, keine Ahnung, aber das sind halt meine Erfahrungswerte. Ihr könnt euch ja belesen und googeln. Aber ich dachte, ich zeige euch jetzt das Zwischenergebnis und lasse jetzt erstmal alles mit Mütze einwirken. Die erste Haarwäsche ist vorbei. Es ist noch nicht ansatzweise so raus, wie es natürlich sein soll. Das kann man aber auch nicht erwarten. Wenn man 4, 5 Jahre rote und pinke Haare hatte mit so einer krassen Haarfarbe, die sich so festsetzt und eine Behandlung gemacht hat. Aber es ist überall, ja, sehr durchmischt. Bisschen rosa, bisschen dunkelrot, hellrot, orange. Also das ist jetzt das Ergebnis nach einer Haarwäsche. Ich habe noch eine Kur reingetan danach und wir sehen uns bei der zweiten Illume Raus Haarwäsche. 2 Tage später, ich war jetzt vorhin joggen und habe gerade mein Gesicht enthaart. Das seht ihr alles noch so ein bisschen. Fange ich jetzt an mit der zweiten Sitzung vom Rausziehen. Ich dachte mir, ich mache das immer so alle 2, 3 Tage und ich werde das gleich wieder so machen mit dem Anti-Schuppen-Shampoo, dann das Tiefenreinigungs-Shampoo und dann Return. Return lasse ich auch wieder länger einwirken. Das ist, glaube ich, besser, als wenn ich es nur kurz mache. Habe ich zumindest den Eindruck. Und ich mache das dann immer so, dass ich halt das Return länger einwirken lasse, dann auswasche, dann auf jeden Fall eine Kur nehme, die einwirken lasse. Und dann eine Spülung, weil das ist, glaube ich, schon alles ein bisschen belastend für die Haare. Mal gucken, wie es läuft. Jetzt fange ich an mit dem zweiten Mal rausziehen der Farbe. Hier seht ihr nochmal den derzeitigen Stand der Dinge von den Haaren. Da ist auch jetzt viel Haaröl und so drin, ne? Ich habe auch viel Pflege reingeklatscht, weil ich sie alle 2 Tage ja wasche. Passt auf, dass ihr eure Haare bei sowas nicht überpflegt. Aber ich habe jetzt halt ein bisschen mehr reingemacht. Das seht ihr vielleicht auch, dass sie komisch aussehen. So, die zweite Auswasch-Session ist vorbei. Und es ist wieder ein bisschen an Farbe rausgegangen. An mehreren Stellen noch stärker als vorher so. Nicht dunkelblonde Strähnen, aber so hellorangene Strähnen hier, sowas zum Beispiel, weißt du. Da bin ich natürlich jetzt am Gucken und überlegen, hey, steht mir vielleicht karamellfarbenes Haar? Ich weiß es nicht, aber es ist halt überall wirklich ganz verschieden. Du siehst hier so diese karamellfarbenen Strähnen, dann hast du hier dieses ganz ausgeblichene Rot, was aber trotzdem noch fest sitzt. Und hier diese ganzen Sachen, also da sind noch einige Sitzungen erforderlich. Ich zeige euch das so nochmal. Ja, und so sieht jetzt das Ganze aus nach einer zweiten Entfernungssitzung. Und wir sehen uns, wenn ich weiter... Digga, so viel Haare, ey. Und wir sehen uns, wenn ich weitermache mit der dritten. Yo, Diggis, es ist wieder soweit. Es ist ganz früh am Morgen. Ich war jetzt vorhin noch joggen und jetzt gehe ich duschen. Und es ist jetzt das dritte Mal, dass wir gemeinsam die Haarfarbe entfernen und nach demselben Prinzip wie schon das ganze Video. Und ich wollte euch jetzt nochmal zeigen, wie die Haare jetzt aussehen, damit ihr nochmal das Vorher-Nachher-Unterschiedmäßige seht. Jetzt kommt wieder die übliche Prozedur und dann mal sehen, wie es danach aussieht. Ich dachte, ich zeige euch jetzt mal das Ergebnis nach der dritten Entfernung. Ja, das Rot ist halt, das ist halt auch Illume, richtig, richtig tief im Haar drin, ne? Also du siehst natürlich überall den Rotstich. Wobei ich habe das Gefühl, jetzt merkt man schon einen deutlicheren Unterschied als zwischen der ersten und zweiten Behandlung. Ihr seht das, ich hoffe in der Kamera gut genug, dass alles hier in so eine Karamell, ja, beschönige das Karamell, in so eine ausgeblichene Orange-Karamell-Richtung geht gerade. Oben. So, da könnt ihr das gut sehen, wenn du bis hier so guckst. Dieses Mal, finde ich, hat schon einige Fortschritte gemacht. Du hast natürlich unten überall das Rot. Also ich bin echt gespannt. Ich mache alle 2 Tage dieses Haarfarbe rausziehen Ritual, wie es läuft, weil das Rot ist halt richtig einfach drinnen. Und ich merke natürlich auch durch mein Tiefenreinigungs-Shampoo und Anti-Schuppen-Shampoo und sowas, was ich sonst nie benutze, dass meine Haarstruktur wieder zum Vorschein kommt. Ihr wisst vielleicht, ich mache alle paar Monate eine Keratinbehandlung zur Pflege und zum Glätten von meinen Haaren und das mache ich seit 5 Jahren oder so. Und ich merke, dass sie natürlich mega krass rausgewaschen wird durch
durch dieses Tiefenreinigungsshampoo und so die Silikonpflege halt und so. Ich klatsche immer wieder Haarfarbe raus, Pflege rein und. Ja, wir sehen uns in 2 Tagen wieder und dann gucken wir einfach mal, wie es dann aussieht. Yo, ich werde gleich das 4. Mal meine Haarfarbe rausziehen. Ich wollte euch jetzt nochmal das Vorherergebnis zeigen. So, es ist ziemlich ausgeblichen, aber du merkst trotzdem, dass dieser rote Touch noch extrem krass drin ist. Er ist zwar nicht leuchtend und strahlend, aber er ist immer noch sehr, sehr stark vorhanden. Ich habe jetzt auch nur noch 3 Wochen Zeit bis zu meinem Friseurtermin. Ich hoffe wirklich, dass ich die Farbe bis dahin gut genug rauskriege. Im Moment habe ich ein bisschen Zweifel, aber okay, komm, es ist erst das 4. Mal. Ich habe jetzt seit 4, 5 Jahren rote Haare, aber ich habe Hoffnung, aber ich bin unsicher. Ich mache es wieder in derselben Prozedur und ich zeige euch dann gleich nochmal, wie es aussieht, wenn ich die Haare trocken habe nach allem. Ich wollte euch einmal etwas zeigen und zwar dadurch, dass ich Anti-Schuppen-Shampoo verwende und Tiefenreinigungs-Shampoo, beides ist tödlich für rote Haare, zieht sich die Farbe hier raus. Aber gerade durch dieses Tiefenreinigungs-Shampoo, das habe ich euch ja schon erzählt, werden bei meinen Haaren die ganzen Silikone und alles wird rausgezogen. Das machen ja auch oft Menschen, dass sie Tiefenreinigungs-Shampoo sehr lange benutzen, bevor sie auf silikonfreie Haarprodukte und so umsteigen wollen. Und dadurch sind meine Haare natürlich viel störrischer und auch, das zeigt sich jetzt, wie viel tief im Inneren kaputt ist. Also ich muss bestimmt so ein Stück abschneiden, wenn ich beim Friseur bin. Und ich habe sie jetzt im nassen Zustand mal durchgekämmt mit so einem Tangle-Teaser-Ding. Ja, wundert euch nicht, da sind sehr viele Haare dran. Ich habe sehr viele Haare, ich verliere auch sehr viele Haare. Das ist so ein Tangle-Teaser extra, um deine Haare im nassen Zustand zu bürsten. Falls ich ihn online finde, verlinke ich euch ihn. Und habe sie richtig schön durchgebürstet, was sehr, sehr schwer war. Früher ging das, hatte ich nie Probleme damit, meine Haare im nassen Zustand zu bürsten. Jetzt ist es aber sehr, sehr schwer, weil halt kaum Silikone drauf sind. Außer wenn ich halt immer wieder die Haarkur raufmache nach dem ganzen Ding, aber die tue ich ja wieder raus mit meinem Tiefenreinigungs-Shampoo beim nächsten Verlauf vom Ausziehen. Und das habe ich jetzt gemacht, damit ich das Illum Return noch besser auftragen kann. Und das wollte ich euch einfach mal zeigen, weil ich habe das Gefühl, wenn die so verknotet und kacke sind nach dem Tiefenreinigungs-Shampoo vor dem Return, dass ich vielleicht gar nicht alles erreiche. Und deswegen habe ich die jetzt mal durchgekämmt, um halt vielleicht wirklich jede Strähne zu erreichen. Jetzt werde ich sie zusammenbinden, eine Mütze drauf tun, damit das mit Wärme wirkt, auswaschen und wir sehen uns dann, wenn es trocken ist. Das 4. Mal rausziehen ist fertig. Wundert euch nicht, dass ich so einen komischen, hässlichen Lippenstift drauf habe, der überall abgebröckelt ist. Ich drehe gerade ein Video zu diesem Lippenstift, in dem ich ihn bewerte und ganz schlimm. Ich sehe ehrlicherweise kaum einen Unterschied zu vorher, zu nach dem 3. Mal ausbleichen oder das vorher, was ich euch gezeigt habe. Es sind hier ganz viele vereinzelte Strähnen, die so in Richtung hellorange gehen, aber du hast halt immer noch extrem viel Rot so, ne? Und ja, mal gucken. Also wenn ich so schaue, denke ich auch so ein bisschen, hey, wenn das jetzt nicht so ein ausgeblichenes Orange wäre, sondern so ein hübsches Karamell, so nur dieser Bereich, könnte mir das vielleicht stehen und gut aussehen. Aber da bin ich auch unsicher. Also wenn du hier so ein bisschen guckst, ich weiß auch nicht. Mal gucken. Wir sehen uns auf jeden Fall, wenn ich sie ein 5. Mal behandle und dann wieder die Farbe rausziehe. Guten Morgen, Diggis. Und es geht weiter mit meinem Haare-Dingsen. Diggis, ich weiß gerade gar nicht, dass wie vielte Mal das heute ist. Ich glaube, das 5. Mal. So, ihr seht, hier oben hat sich alles schon so ein bisschen in Richtung hellorange, Karamell gelöst. Hier unten ist alles noch recht rot. Das liegt natürlich daran, dass unten am meisten rote Farbpigmente hält, weißt du, weil das ja rauswächst. Also ich hoffe, ich erkläre es logisch. Und ich dachte, ich zeige euch jetzt, wie es aussieht und zeige euch dann danach wieder, wie es aussieht, das übliche Prozedere. Ich hoffe ja irgendwie auf so ein Ergebnis, in dem ich so plötzlich so einen Boom-Effekt habe, weißt du, wo plötzlich das Rot komplett weg ist und das Orange ist. Aber ich glaube, es geht hier wirklich nur Schritt für Schritt weiter und man muss Geduld haben. Das versuche ich jetzt mal. Ja, und wir sehen uns gleich nach der 5. Behandlung. Meine Haare sind so spröde. Ich schwöre es euch, durch dieses ganze Tiefenreinigungs-Shampoo. Du siehst richtig, was dabei rumkommt, wenn deine Haare nichts mit Silikon haben oder kaum noch. Es ist auch nicht leicht, sie durchzukämmen, ne? Zwischendurch, das ist echt doof. Ich habe das Illum Return jetzt 2 Stunden einwirken lassen. Ich sehe halt auch nicht so einen krassen Vergleich zu vorher. Aber das hier ist immer noch eine viel zu krasse Grundlage an Rot, als dass du da irgendwie groß arbeiten kannst mit neuen Haarfarben, außer du willst dunkler werden, weil da immer so ein Rotstich durchscheint. Ne? Wenn ich jetzt so gucke, geht es langsam alles ins ausgeblichene Orange, aber ich glaube, da kommen doch noch weitere Sitzungen auf und zu, aber das ist jetzt so das Ergebnis nach dem 5. Mal. Ich bin gerade ein kleiner Stinky, ich komme vom Fitnessstudio. Wundert euch nicht, dass meine Augenbrauen so komisch aussehen. Ich hatte gestern meine 4. Behandlung zum Entfernen vom Microblading und ich möchte jetzt mit der 6. Behandlung anfangen zum Rausziehen meiner Haarfarbe.
Und ich zeige euch jetzt natürlich, wie gehabt, das Vorher-Ergebnis. So, ihr seht, umso höher die Haare sind, umso heller sind die Strähnen in so eine Richtung dunkelblond, hellorange. Umso weiter wir runtergehen, umso mehr sieht man noch einen Rotstich. Mein erstes Tiefenreinigungsshampoo ist leer. Ich werde heute das übliche benutzen, wie das übliche Prozedere. So sieht es jetzt aus. Es ist jetzt die 6. Behandlung und heute benutze ich ein neues Tiefenreinigungsshampoo. Tiefenreinigungsshampoo von Balea, befreit von Styling-Rückständen und Ablagerung für ein erfrischtes Haargefühl. Da bin ich sehr gespannt drauf. Da habe ich sehr, sehr viel Gutes von gehört. Aber ich habe kein DM in der Nähe, deswegen hatte ich dieses Swiss Au Pair Tiefenreinigungsshampoo und war jetzt vor kurzem bei DM und habe mir das hier geholt, weil das habe ich schon ganz oft auf Instagram und sowas gesehen. Deswegen bin ich da jetzt sehr gespannt drauf. Nachdem ich durch bin mit dem ganzen Prozedere, sehen wir uns nochmal wieder. Ich habe bei dieser Behandlung über 24 Stunden das Illumen Return drin gelassen, um mal zu sehen, ob da irgendwie ein anderes Ergebnis ist oder es mehr Farbe rauszieht. Ich muss sagen, ich habe jetzt nicht wirklich einen krassen Unterschied dazu gemerkt, also ob ich es jetzt 2 oder 3 Stunden drin lasse oder 24 Stunden. Und ich dachte, ich zeige euch das Ergebnis nach dieser Behandlung. So sieht's aus, eigentlich wie vorher. Also ich habe schon beim Duschen gemerkt, dass Farbe rausgeht und rote Farbe im Abfluss ist, aber es ist halt immer noch dieser Rotstich da drinne. Mir schrieben einige Follower, ich habe das ja auch auf Instagram erzählt, dass sie ewig versucht haben, das Rot rauszukriegen und dass es nichts geworden ist, dass sie versucht haben, das zu blondieren, wo Illumen drinne war, dass das nicht geklappt hat und dass auch das Dunkel drüber färben nicht ging, weil man immer so einen Rotstich hatte. Und ich will ja gar nicht dunkler werden hier unten, weißt du? Also ich bin da jetzt sehr gespannt darauf, wie das Ganze hier verläuft und ja, das ist jetzt das jetzige Ergebnis und mal schauen. So, die nächste Behandlung meiner Haare steht an. Es müsste die 7. sein. Ich hoffe, ich zähle richtig. Ich drehe das Video jetzt schon ja einige Zeit, die hieß. Und jetzt wollte ich euch nochmal das Vorher-Ergebnis zeigen und später das Nachher-Ergebnis. Ich habe das Gefühl, dass dieses Balea Tiefenreinigungsshampoo besser ist als das von Swiss Au Pair. Ich kann euch nicht sagen, warum. Es riecht frischer und ich habe einfach das Gefühl, es reinigt intensiver oder tiefer. Ja, wir machen das übliche Prozedere, so wie wir es immer machen. Anti-Schuppenshampoo, Tiefenreinigung, Shampoo, Illumen Return, Shampoo, Haarkur, Spülung, also immer mal wieder ein langer Prozess. Es entwickelt sich schon alles in eine orange-karamell-rosa Richtung, aber es ist immer noch viel zu stark vom Rotstich. Aber mal gucken, wie es jetzt nach dieser Behandlung wird. Yo, Diggis, ich dachte, ich zeige euch mal das Ergebnis nach dem letzten Haare rausziehen. Und hier habe ich das Gefühl, dass ich so einen richtigen Erfolg hatte. Nicht wegen der einen Behandlung jetzt, sondern nach diesem Mal halt, weißt du, weil ich sehe langsam wirklich hier oben ist alles so dunkelblond. Und ab hier geht es in eine orangene Richtung. Also hier siehst du teilweise noch ein bisschen rot auf jeden Fall. Klar, es hat einen Rotstich. Aber im Großen und Ganzen geht langsam wirklich alles in die Richtung von einem Orange. Außer so vereinzelte Strähnen. Gerade bis hier, finde ich, ist das auf jeden Fall schon mal richtig, richtig gut. Hier seht ihr das von hinten. Und ich habe langsam auch das Gefühl, dass meine Haare nicht mehr komplett zu 100% völlig im Arsch sind. Ich habe ja immer diese Routine, nach der ich vorgehe. Und nachdem ich die Kur habe und getrocknet habe und so klatsche ich auch wirklich extrem viel Haaröl in meine Haare und Pflegeprodukte, weil ich ja alles an Silikon und so rausziehe und meine Haare haben sich alle Behandlungen immer nur scheiße angefühlt und jetzt habe ich langsam das Gefühl, ey, die fühlen sich weich an, ich kann sie doch halbwegs noch durchkämmen, also ist, dass sie nicht völlig kaputt sind. Also die haben sich ja teilweise so kaputt angefühlt, dass ich dachte, dass so ein Stück ab muss, weißt du, wie ich meine? Also ich bin sehr gespannt, wie das Ganze läuft und freue mich, dass langsam, Gott sei Dank, der Rotstich raus ist. Mal sehen, wie es nach der nächsten Behandlung aussieht. Ja, ja, ich komme gerade vom Sport, Digis. Und ja, moin, ich habe heute Morgen angefangen, dieses Video zu schneiden, weil ich das jetzt ja über längere Zeit drehe. Ich glaube, insgesamt 4 Wochen, deswegen ist es auch recht lang. Und da habe ich gesehen, wie heftig rot meine Haare bei der ersten Anwendung waren. Heute haben wir die 8. Anwendung, da dachte ich mir, okay, krass. Ist schon interessant, wenn man ganz zurückspult, weißt du. Es ist zwar immer nur Vorher-Nachher-Ergebnis zeigen, aber die Wandlung der Schritte ist schon, da dachte ich mir heute Morgen, ja, alles klar. Ja, ich habe auch am Anfang des Videos gesehen, dass ich hier eine große Pickelwunde hatte. Die ist jetzt weg. Stattdessen habe ich hier 2 symmetrische Pickel. Überall verschwitzt und verstunken, weil ich vom Sport komme. Aber ich gehe jetzt duschen, mache die übliche Anwendung und zeige euch, wie es jetzt aussieht nach dem 8. Mal mit dem ganzen Rausziehen von der
Farbe. Ich dachte mir, ich zeige euch mal, wie die Haare geglättet aussehen. Da kann man vielleicht das Ergebnis noch mal ein bisschen genauer betrachten. Ich habe jetzt nur hier vorne so ein bisschen geglättet. Guck mal, Digi, ich weiß nicht, ob mir so ein karamellmäßiger Kram stehen würde. Finde ich ein bisschen langweilig. Na, es ist ja auch nicht Karamell. Es ist halt hier so orange irgendwas und unten noch so rosé, rot, keine Ahnung. Aber hier seht ihr jetzt so mal ein bisschen das Farbergebnis noch mal in glatter Struktur, weißt du? Das ist noch mal was anderes. Da sehe ich natürlich auch, ja, so ein Stück muss schon auf jeden Fall ab. Schreibt mir mal, wie ihr den jetzigen Farbenstand findet. Würde mich interessieren. Yo, yo. Es geht weiter mit der 9. Behandlung zum Rausziehen der Farbe. Ich finde, man sieht schon mittlerweile deutliche Fortschritte. Also Bro, manche Sachen hier sind schon in so eine blonde Richtung, weißt du, wie ich meine? Und ich guck mal, ich versuche heute das Return lange drin zu lassen. Ich muss auch noch einkaufen gehen und so, trage ich einfach eine Mütze auf den Kopf, trage ich ja eh, damit es wärmemäßig wirkt. Weil einmal hatte ich es ja 24 Stunden drin, da war das Ergebnis richtig, richtig gut. Ja, ich mache das übliche Prozedere und zeige euch dann das Nachherergebnis nach dem 9. Mal. Das ist jetzt das Ergebnis nach dem 9. Mal Haare rausziehen, entfernen. Okay, wo ist das Ergebnis von meinem Deutsch, Digga? Ich muss sagen, es entwickelt sich alles in so eine dunkelblonde Kupferrichtung. Gerade hier oben hast du schön dunkelblonde Strähnchen. Das ist natürlich cool. Und auch wenn ich so runter gucke, sehe ich kaum noch Rotstich. Also hier mehr als dort. Hier ist es noch so ein Kupfer-Rosé-Stich. Es ist alles noch so ein bisschen in Orange. Aber ich sehe halt nicht mehr dieses krasse Rot, weißt du? Hier ist ein Unterschied im Vergleich zu hier, finde ich. Und gerade hier und da siehst du einen Unterschied. Und ja, so sieht's aus. Und ja, ich melde mich bei euch, wenn es weitergeht mit der 10. Behandlung. Auf jeden, Digis. Ich bin gespannt. Wenn man versucht, so ein bisschen auf schick auszusehen, so einen auf, ja, ja, die Locken sind gewollt, aber eigentlich hatte ich nur ein Haarband drin. Ja, Digis, heute ist die letzte Haarfärbesitzung von uns, bevor ich meinen Friseurtermin habe. Es ist die 10. Sitzung. Ich habe meinem Friseur schon geschrieben, so, ey, Digis, was glaubt ihr? Improfessionell. Ey, was glaubt ihr? Was machen wir mit den Haaren? Weil das, was wir vorhaben, wird, glaube ich, schwierig. Was glaubt ihr, wie wir weiterkommen? Bla, bla, bla. Und die haben dann gesagt, komm, lass uns live vor Ort gucken. Entweder wir machen das, was wir vorhatten, oder wir machen was ganz anderes und schauen dann spontan. Ich so auf jeden und ja, das, da werde ich euch auch nochmal in einem YouTube-Video mitnehmen. Ich vermisse meine roten Haare jetzt schon, muss ich sagen. Aber es wurde auf jeden Fall Zeit für eine Veränderung, auf jeden Fall. Ja, ich kann sie immer noch rot machen. Heute ist auf jeden Fall das 10. und letzte Mal. Ich mache so wie immer. So sehen die Haare jetzt aus, nach 9-mal rausziehen. Ich finde, für 9-mal rausziehen, dafür, dass ich über 5 Jahre rote und pinke Haare habe, ist es schon okay. Warten wir mal ab, schauen wir mal. Wir sehen uns, wenn alles wieder trocken ist und dann zeige ich euch, wie es dann aussieht und dann sind wir auch durch mit dem Video und dann seht ihr im nächsten Video, was ich für eine neue Haarfarbe gemacht habe. Aber ich fand das ja halt interessant für die, die auch mal Illumen hatten oder rausziehen wollten, das mal wirklich so Step by Step mitzuerleben. Auf jeden. Stinky geht jetzt duschen, Stinky war beim Sport. Wir sehen uns später, wenn meine Haare getrocknet sind und so. Haut rein! Ja, meine lieben Freunde, ich wollte euch einmal das Ergebnis zeigen nach der letzten Behandlung. Ich habe gerade so Fake Lashes drauf, die ich teste, wundert euch nicht. Ich habe jetzt erstmal einen kleinen Teil so grob geglättet, damit ihr das vom Farbverlauf nochmal ein bisschen besser sehen könnt. Ich finde, sieht schon fresh aus. Also so leicht karamell, blondmäßig. Ich finde, das sieht nicht schlecht aus, ne? Also ich finde mich gerade hübsch. Das hat schon was. So, hier seht ihr das nochmal. Und jetzt zeige ich euch das mal ungeglättet. Weißt du Bescheid, ne? Also, das ist jetzt das Farbergebnis nach 10-mal Haarfarbe rausziehen. Ich habe jetzt meinen Friseurtermin in 2 Tagen. Ich werde meine Haare nicht weiter behandeln. Ich bin sehr gespannt darauf, wie das beim Friseurtermin sein wird, was sie dort hinkriegen werden, ob man hier drauf blondieren kann, da wo Illumen war. Da habe ich ja verschiedene Sachen gelesen. Aber so ein Karamellding ist halt auch, ich finde, das ist auch nicht schlecht. Das ist auch ganz interessant und ja, ich weiß, dass das ein sehr langes Video geworden ist, Digis, aber ich wollte euch halt den ganzen Prozess über mitnehmen, auch wenn es immer dasselbe war mit vorher, nachher, bla, wie sieht's aus. Aber ich glaube, wenn man zurückspult und vorspult, sieht man da nochmal krassere Unterschiede oder das ist vielleicht auch nochmal ganz interessant. Ja, so viel dazu. Ihr könnt mir gerne in die Kommentare schreiben, was ihr denkt über den Verlauf des Ganzen jetzt mit dem Farbe rausziehen, was ihr glaubt, was mir für eine Haarfarbe stehen würde. Also ich glaube, ich möchte es für die Zukunft auf jeden Fall so beibehalten, dass ich oben immer dunkel lasse mit meiner Naturhaarfarbe schwarz-braun und unten halt farblich was mache, so Balayage-mäßig oder so. Weil dann habe ich halt auch nicht immer das Problem mit dem Ansatz und sowas, weißt du? Ja, Digis, das war es jetzt auf jeden Fall mit dem ganzen Prozess, mit dem Illume-Haarfarbe-Ding rausziehen. Und ich finde, für 10 Behandlungen, dafür, dass ich über 5 Jahre pinke, rote Haare hatte, ist das okay.
Ich finde, das geht völlig klar. So, ihr könnt mir schreiben, was ihr denkt. Und das war's dann auch an dieser Stelle. Ich habe dieses Video jetzt über 4-5 Wochen gedreht, Digis. Thema ist durch. Auf jeden. In diesem Sinne, ich bin sehr gespannt auf eure Kommentare. Und ich freue mich auf eure Kommentare. Und ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Und sage Tschüsschen mit Küsschen. Und auf Wiedersehen.